Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Upcycling. Ich möchte mit euch heute ein solches sommerliches Haarband nähen. Das habe ich ganz einfach aus einem Secondhand-Sommerkleid genäht. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das Ganze gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Ja, zur Stoffauswahl. Ich habe mich jetzt hier für ein Sommerkleid entschieden. Das hat irgendwie einen ganz komischen Schnitt. Deswegen darf das gehen. Aber die Blümchen und das Muster gefällt mir ganz gut. Das Ganze ist aus so einem Viskosestoff. Der ist recht leicht, aber eben nicht dehnfähig. Ganz fest. Und dem geht es jetzt an den Kragen. Da brauchen wir unseren Zuschnitt. Dann habe ich jetzt hier meinen Zuschnitt, der besteht aus insgesamt drei Stoffteilen und einem Gummi. Der Gummi ist 4 cm breit und hat eine Länge von 12 cm. Dann habe ich die beiden gleichen Stoffteile, sind jeweils 20 cm mal 50 cm. Und das kleine Stoffteil hat eine Länge von 20 cm und eine Breite von 11 cm. Ja, und dann nähen wir uns die Teile auch gleich zusammen. Wir klappen dazu die langen Kanten rechts auf rechts übereinander und nähen uns hier jeweils einmal zusammen. Hier und bei dem kleinen Stück machen wir das Gleiche. Einmal die lange Kante mit einem Geradstich abnehmen. Ja, ich habe mir die Stoffteile durchgewendet, die liegen jetzt vor mir auf. Die Naht habe ich in der Mitte gelassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das Ganze nochmal schön glatt bügeln. Und jetzt ziehe ich mir hier in das kleine Stoffteil meinen Gummi einmal ein, nähe den hier am Rand fest, ziehe den rüber oder rüsch das so auf, nähe den auch hier am Rand fest, damit das Ganze sich dann so zusammenriffelt. Also einmal den Gummi einfädeln und eine Seite festnähen und dann die andere Seite auch festnähen. Und am Ende sollte euer Gummi schön mit Stoff bedeckt sein und das Ganze sollte so aussehen. Dann nähen wir uns das Ganze zusammen. Dazu klappen wir einmal einen Stoff mit der Naht innenliegend zusammen. Und wir nähen uns den Gummi einmal fest. Dazu lege ich den auch rechts auf rechts auf, klappe mir die äußere Kante nach innen und nähe mir hier einmal mit einem Geradstich drüber. Jetzt habe ich mir das Ganze so zusammengenäht und nachdem das ein Polyesterstoff ist, habe ich mir die Kanten einfach mit einem Feuerzeug mal ein bisschen angesenkt, damit sich da nichts mehr auftrennt. Genauso das Gummiband da drinnen. Und wenn ich mir das Ganze jetzt einmal umdrehe, dann schaut das Ganze so aus. Und jetzt fädel ich mir noch das andere Teil ein und nähe die andere Seite fest. Und dann sind wir auch schon fertig mit unserem neuen sommerlichen Turban-Haarband. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und freue mich natürlich immer über eure Werke, die ihr auf Instagram postet. Verlinkt mich da gerne. Viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!